Klein, aber fein war der Weihnachtsmarkt in Rechnitz. Beim Durchgehen konnte man bei vielen Weihnachtsständen vieles entdecken. Von Essen über Glühwein und Punsch bis hin zu Kunst wie selbstgemachte Kerzen, Bilder, Puppen oder wie hier beim Stand der Familie Schneider Glücksbringer. Ausgeschenkt wurde Glühwein und Punsch in Rechnitzer Becher. Genießen Sie den kleinen Rundgang durch den Rechnitzer Weihnachtsmarkt. Ha!
da gemacht? Ein Chorweiß. Diese Runden. Den man dann braucht, am unschuldigen Kindertag zum Aufkindern. Alles voll, so ein Mist. Was mache ich denn jetzt noch? Na, alles vorbereitet für die Geburt des Jesuskindes in Bethlehem? Ja, ja. Das klingt aber nicht sehr überzeugend. Naja, es ist alles voll in Bethlehem. Du kannst nicht glauben, wie viele Menschen in der Stadt unterwegs sind. Und alle wollen dort übernachten. Es gibt kein einziges freies Bett mehr in der ganzen Stadt. Ich weiß nicht. Keine Rede. Nein. Ich denke schon mehr. Siehst du, keiner lässt sie ein. Jetzt stehen die beiden auf der Straße. Shalom, guter Mann. Wir brauchen ein Zimmer für die Nacht. Wir sind schon seit Tagen unterwegs. Ich brauche dringend ein Bett, das Kind hier. Das tut mir leid. Bei mir ist alles voll. Ich kann euch nicht helfen. Jetzt sitzen wir weiter auf der Straße.